Der moderne Bauer ist auf das Internet angewiesen, wie Holger Jensen und sein Sohn Torben, Landwirte im nordfriesischen Löwenstedt. Also wir brauchen das Internet allerhand. Also erstmal betrieblich für Kälber anmelden, Wetterbericht, für auch privat brauchen wir das, für Kegelclub, Treffen und allerhand. Doch in ländlichen Gebieten ist schnelles Internet immer noch Mangelware. Deswegen haben Einwohner von Löwenstedt die Breitbandentwicklung Anfang des Jahres selbst in die Hand genommen, in einer Bürgergesellschaft. Es ist im Moment die günstigste Alternative, die wir überhaupt haben. Denn die Telekom ist in diesem Bereich noch gar nicht hier aufgetreten, dass sie überhaupt mal ein vernünftiges Angebot gemacht haben. Statt den Breitbandausbau auf dem Land intensiv voranzutreiben, schraubt die Telekom an ihren Tarifen. Vor wenigen Wochen kündigt das Unternehmen an, ihren Nutzern ab 2016 die Downloadgeschwindigkeit zu drosseln, sobald sie 75 Gigabit Daten im Monat heruntergeladen haben. Inzwischen sind auch höhere Inklusivvolumen im Gespräch. Doch wer wieder schnell surfen will, muss oft extra zahlen. Wir wollen mehr Gerechtigkeit auch bei unseren Tarifen. Das heißt, derjenige, der besonders viel nutzt, der wird in Zukunft auch einen kleinen Obolus extra bezahlen. Das werden 10, 15, vielleicht 20 Euro sein für eine Full Flat, die wir auch in den nächsten Jahren, also ab 2016, anbieten werden. Auf der anderen Seite sorgt es aber für mehr Gerechtigkeit bei den vielen, vielen Kunden, die ein durchschnittliches Datenvolumen haben. Ihren Internetfernsehdienst Entertain und Angebote von Partnerfirmen will die Telekom von der Drosselung ausnehmen. Eine neue Entwicklung. Bisher läuft es so: Inhalteanbieter wie Videodienste, E-Mail-Provider oder Webseiten schicken ihre Datenpakete an den Internetprovider. Der leitet sie weiter an den Kunden. Dabei ist egal, von wem die Daten kommen und wohin sie gehen. Das Netz verhält sich allen gegenüber gleich, also neutral. Wenn viele Nutzer gleichzeitig im Netz sind, kann es jedoch zu Verzögerungen kommen. Videodienste, Musikstreaming oder Videotelefonie sind datenintensiv. Nutzen sie viele User, verstopfen die Leitungen. Das will die Telekom vermeiden und Inhalteanbietern ermöglichen, ihre Daten mit der immer gleich hohen Schnelligkeit und Zuverlässigkeit zum Kunden zu bringen. Managed Services, verwaltete Dienste heißt das in der Fachsprache. Die Kosten sollen Anbieter und Kunden tragen, indem der Kunde zum Beispiel das Videoportal-Paket zu seiner Internetverbindung dazu bucht. Als Gegenleistung will die Telekom die dort anfallenden Daten nicht auf das bei ihr gebuchte Datenpaket anrechnen. Netzaktivisten sehen in dieser Entwicklung eine Verletzung der Netzneutralität. Also die Telekom versucht es jetzt mit einem Taschenspielertrick, meiner Meinung nach. Sie sagen, wir haben das normale Internet, aber parallel zum normalen Internet packen wir noch eine andere Infrastruktur. Also eigentlich im Teil des Kabels bleibt das normale Internet und dann kommt halt irgendwie auf das andere Teil des Kabels so der Managed Service. Die Telekom sieht diese Dienste nicht als Teil des freien und offenen Internets und will dafür extra kassieren. Beispiel der Musikstreaming-Dienst Spotify. Er ist jetzt schon Kooperationspartner der Telekom im Mobilfunk und könnte auch Partner im DSL-Netz werden. Der Unterschied ist, dass der Kunde hier die Wahlfreiheit hat. Er kann sich für die gesonderte und gesicherte Übertragungsqualität entscheiden, dafür bei Spotify zum Beispiel diesen Dienst buchen. Ich glaube, kostet etwa 10 Euro. Oder es nach wie vor über einen Internetbrowser oder über ein Smartphone im freien Internet buchen und konsumieren. Mich stört, dass die Deutsche Telekom in der Mitte der Netze auf einmal die Hand aufhalten möchte, und zwar in beide Richtungen, und bestimmen möchte, welche Inhalte zu welchem Preis schneller durchgeleitet werden oder welche im Extremfall so langsam durchgeleitet werden, dass sie nicht mehr nutzbar sind. Die mögliche Folge: Meinungsvielfalt und Meinungsbildung könnten beeinträchtigt werden, wenn das Portemonnaie bestimmt, wie viel Netz man sich leisten kann. Und das ist natürlich birgt Gefahren für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit, für Innovation und Wettbewerb oder für die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen, wie wir kommunizieren. Ohne Netzneutralität gibt es keinen freien Zugang zu Inhalten. Das Netz basiert darauf, dass man sich frei über Inhalte informieren kann und dass andererseits auch Anbieter frei an alle Nutzer herankommen können. Wenn wir dieses Prinzip aufgeben,
dann kommen wir in eine Zwei- oder Dreiklassengesellschaft in dem Internet und das wollen wir nicht. Immerhin kündigte die Telekom nach Protesten an, die Daten gut 5-mal schneller als ursprünglich geplant durchzuleiten, mit mindestens 2 Megabit, kurz Mbit. 2 Mbit sind nicht ausreichend. Sie können ja Videos mit 2 Mbit nur noch sehr schlecht empfangen. Außerdem gibt es bald die HD-Qualität. Es gibt auch andere Anwendungen wie Videokonferenzen etc., die erfordern alle mehr als 2 Mbit. Videostreaming und Videotelefonie würden so zu Premium-Diensten. Auch im Wirtschaftsministerium sieht man die Ideen der Telekom mit Sorge. Wenn dieser Plan so eintritt, dann droht jedenfalls eine Diskriminierung von fremden Inhalten bzw. von Inhalten von Unternehmen, die nicht Kooperationspartner der Deutschen Telekom sind. Und deswegen hat sich die Bundesnetzagentur schon eingeschaltet und hat die Deutsche Telekom um genaue Auskunft gebeten, was sie genau vorhat. Bundesnetzagentur und Bundesregierung könnten die Telekom-Pläne durchkreuzen. Das Telekommunikationsgesetz sieht den Eingriff mit Hilfe einer Verordnung vor, falls die Netzneutralität bedroht ist. Problematisch an dem Gesetz ist nur, dass eben es eine Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates bedarf. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die deutsche gesetzliche Regelung so gestrickt ist, dass sie möglichst nicht zur Anwendung kommen soll. Vor kurzem kündigte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums an, dass ihr Haus nun an einer solchen Verordnung arbeitet. Also wir vertrauen solchen Aussagen eigentlich nicht mehr. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wir brauchen jetzt eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität, damit wir jetzt einen Marktrahmen schaffen, an den sich auch Unternehmen halten können, wo sie auch langfristig ihre Strategien daran aufsetzen und daran entwickeln können. Bei der Telekom versteht man die Sorgen nicht. Die Netzaktivisten würden einseitig ihre eigenen Interessen vertreten und nicht an die Allgemeinheit denken. Wir sichern heute die Zukunft des Highspeed-Internets, indem wir zum Ersten den Netzausbau weiter forcieren. Das heißt, wir demokratisieren das Internet, indem wir immer mehr Haushalte schnelles Internet bringen, auch in die ländlichen Gebiete. Ich glaube nicht, dass die Telekom, wenn sie denn jetzt mehr Geld verdient, diese Gelder notwendig in den Ausbau der Netze stecken wird. Die schnellen Netze sind derzeit nur refinanzierbar in den Großstädten, also in den Städten, in denen viele Menschen leben. Dort amortisiert sich die Umstellung von Kupfer auf Glasfaser. Wir haben aber Probleme in den Randlagen der Städte oder in den ländlichen Bereichen. Auch in Löwenstedt hat man Zweifel. Im März symbolischer Spatenstich für ein schnelles Glasfasernetz. Netzneutral und ohne die Telekom.